Meine lieben Freunde, heute erzähle ich euch eine Sage vom Ansbacher Schloss. Klar, fast in allen Schlössern gibt es Sagen. Aber was ihr heute zu hören bekommt, das ist schon in gewisser Weise eine Besonderheit. Heute geht es nämlich um einen Umgeher. Und was es damit auf sich hat, das erkläre ich euch dann wie immer zum Schluss. Vor langer Zeit, als der Markgraf noch im alten Schloss wohnte, erhielt ein Edelknecht die Botschaft, seine Mutter läge im Sterben und möchte ihn doch unbedingt noch einmal sehen. Aber anstatt gleich dem Wunsch seiner Mutter zu folgen, blieb er noch bis Mitternacht bei seiner Geliebten, einer Kammerzofe, der Markgräfin. Um Mitternacht bestieg er dann sein Pferd. Da er den Torwächter nicht wecken wollte, setzte er über den Graben hinter dem Tor. Im Graben war gerade kein Wasser, denn es war Sommer. Als der Edelmann drüben angekommen war, traf ihn mit aller Wucht eine Heugabel, die ein Bauer, der sich hinter einem Gebüsch versteckt hielt, auf ihn geschleudert hat. Tödlich getroffen glitt er vom Pferd. Der Bauer eilte zu dem Toten und erkannte mit Schrecken, dass er seine Waffe gegen einen Unschuldigen gerichtet hatte, denn er hatte im Hinterhalt auf einen ganz anderen gelauert. Der Bauer schleppte den Toten fort und verscharrte ihn. Die Mutter wartete vergebens auf ihren Sohn. Sie musste sterben, ohne ihn noch einmal gesehen zu haben. Da aber dieser leichtsinnige Edelmann seinen Tod mehr oder weniger selbst verschuldet hatte, musste er zwischen der Stelle, wo er umkam, und dem Schloss zu bestimmten Zeiten eben umgehen. Erst wenn er genug gebüßt hat, darf er zur Ruhe kommen. Der umgehende Tote wurde des Öfteren gesehen und man nannte ihn die Gabelleiche. Eine Köchin in einem Zimmer am alten Schloss hat ihn zu gewissen Zeiten durch das Zimmer schreiten sehen. Sie erzählte, er sei von mittlerer Gestalt und ganz in Weiß gekleidet gewesen und sein Körper habe schauerlich ausgesehen, da er von einer Heugabel durchstochen gewesen sei. Singend sei er an einem leuchtend roten Seil bis zum Fenster gewandelt, von dort bis zum Nachbarhaus balanciert und dann verschwunden. Die Vorstellung, dass ein Toter, der irgendeine Schuld auf sich geladen hat, umgehen muss, ist in den fränkischen Sagen ein weit verbreitetes Motiv, das wissen wir. So eben auch in dieser Geschichte. Der Edelmann, der den Tod seiner Mutter wissentlich versäumt hat, muss immer wieder an diesen Ort zurückkehren, wo er eben ermordet wurde. Ich habe euch schon einmal eine wiedergängige Geschichte erzählt. Die handelte damals von einem Grenzfrevler in Niederoberbach. Ihr erinnert euch gewiss. Zu Umgehen oder Wiedergängen in den Sagen können Menschen werden, die sich etwas zu Schulden kommen lassen. Also zum Beispiel die Versetzung eines Grenzsteins oder Selbstmörder, Geizige oder auch Ermordete, wie das in unserer Geschichte der Fall ist. Diese Vorstellung von der Wiederkehr eines Toten gibt es schon sehr lange in der Menschheitsgeschichte. Genauso wie es schier unzählige Totensagen gibt. Und um die Wiederkehr eines Toten vorsorglich zu verhindern, gab es zum Beispiel im Mittelalter einige Methoden.
So verstopfte man etwa die Körperausgänge mit Wachs, nähte den Toten in Tücher ein oder ganz schlimm, man pfählte die Leichen oder köpfte sie. Der Spuk war also nach damaliger Auffassung erst gebannt nach der völligen Zerstörung der Leiche. Eine Steigerung des Wiedergängers ist dann der sogenannte Nachzehrer. Nach dem Volksglauben sitzt der Nachzehrer unter der Erde und saugt seinen Hinterbliebenen die Lebenskraft ab. Er ruft sein Opfer durch den offenen Mund. Häufig kaut er an seinem Leichentuch herum, bis alles abgenagt ist. Solange er kaut, sterben die Menschen an Auszehrung oder an einer Seuche. Mir leuchtet ein, dass sich viele Menschen nach dem Tod eines geliebten Menschen verzehren vor Gram. Und in dieses Bild passt für mich diese Sagenfigur des Nachzehrers. Die Spitze in dieser Hierarchie der Schreckgestalten im Totenreich nimmt dann der Vampir ein. Mit dem haben sich schon unzählige Romane und Filme auseinandergesetzt, sodass ich mir jetzt nähere Ausführungen ersparen kann. Das alles sind Figuren, die sich der Volksglaube im Zusammenhang mit dem Tod ausgedacht hat. Als moderner Mensch ist man normalerweise weit entfernt von solchen Vorstellungen. Und doch können gerade solche Überlegungen jeden von uns in Besitz nehmen, wenn man ein labiler Mensch ist. Damit darf ich mich wieder verabschieden. Ich hoffe, ich habe eure Vorstellungen vom Totenreich nicht allzu negativ beeinflusst. Ich wünsche euch wie immer vor allem Gesundheit. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.